in diesem Video schnell gezeigt, wie man seine Festplatte wieder entschlüsseln kann, wenn man sie bei einem QNAP NAS verschlüsselt hat. Das NAS ist dann zum Beispiel neu gestartet worden nach einer Systemaktualisierung und man muss das Passwort für die Verschlüsselung erneut eingeben. Was mache ich also als erstes? Ich brauche die IP-Adresse von meinem NAS. Wie bekomme ich die? Naja, die steht im Router in der Heimnetzgeräteübersicht. Man kann aber auch hier diesen QNAP Finder von QNAP benutzen. Und wenn ich diese IP-Adresse dann gefunden habe, gebe ich die hier oben einfach im Browser ein, wenn der Browser ein bisschen zickig ist. Also ich kopiere jetzt mir mal die Adresse hier raus mit STRG C, mache hier ein neues Tab auf. Wenn der Browser ein bisschen zickig ist, tue ich einfach ein http://// davor schreiben und hinten dran :/8080. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Drück auf Enter und dann wird die Oberfläche von meinem NAS geladen. Der nächste Schritt ist dann, sich anzumelden. Man hat in der Regel einen Admin-Benutzer. Das Passwort holt man sich natürlich aus seinem Passwortmanager. Das schneide ich euch jetzt mal raus und ich kopiere das jetzt einfach mal hier mit Einfügen rein und gehe auf Anmelden. Jetzt lädt hier mein NAS, sagt mir auch, dass es eine Aktualisierung gibt. Das breche ich erstmal ab und ich gehe hier auf Systemsteuerung, auf Speichermanager. Und ich habe jetzt hier zwei Platten, die ich entschlüsseln muss. Das ist nämlich einmal, wenn ich auf Speicherplatz gehe. Das ist das RAID Volume von meinem NAS, also dass die zwei Festplatten, oder bei mir die vier Festplatten, die drin stecken. Wenn ich hier einen Rechtsklick mache, in dem Fall auf Verwalten, hier auf Aktionen Verschlüsselung. Das muss ich jetzt wirklich nur so kompliziert machen, weil es im Moment entschlüsselt ist. Ich zeige es euch gleich, wie es anders geht. So, ich kann jetzt sagen, dieses Volume sperren. Dann wird hier aber meine VM abkrachen, deshalb mache ich das nicht und gehe mal zurück und zeige es euch anhand meiner externen Festplatte. Gehe hier auf externe Geräte und zeige es euch mal hier. Die ist jetzt noch entschlüsselt, da sage ich aber hier auch Verschlüsselungsmanagement und sage dieses Gerät sperren. So ähnlich funktioniert das auch bei den anderen Geräten. So, jetzt kommt hier eine blöde Frage, Verschlüsselungsschlüssel nicht speichern, natürlich nicht speichern. Gehe hier auf Weiter. Und jetzt wird die ausgehängt und ist verschlüsselt. Wenn sie jetzt jemand mitnimmt, kann er ohne das Passwort nichts anfangen. Hier auf Fertigstellen. Jetzt ist also quasi, wenn ich jetzt hier aktualisiere, genau, ist die Festplatte gesperrt. Ich mache hier einen Rechtsklick drauf, sage Verschlüsselungsmanagement, dieses Gerät entsperren, wähle ich aus. Jetzt muss ich ja das Kennwort eingeben. Hier unten bitte nicht anhaken. Kennwort hole ich mir wieder aus meinem Passwortmanager raus. Kopiere das hier rein. Gehe auf Weiter. Und jetzt wird die Festplatte entsperrt. Das funktioniert analog natürlich auch bei den internen Festplatten. Das war jetzt hier einfach nur die USB-Festplatte, weil meine VM auf dem NAS gespeichert ist. Genau, Vorgang abgeschlossen. Und jetzt ist hier wieder das Schloss offen, so wie es sein soll.